was macht denn unser lieber Freund Willi Rücker? Er hat ja damals mit dem VW Käfer angefangen und dann mit diversen Audi 50s noch weitere Rennen gefahren. Und der Ex-Richard Sutter Audi 50, den er der Dr. Kuno May fuhr, das schwarz-goldene Auto, war eigentlich zu seiner Zeit sehr bekannt. Und den hat er leider 83 am Osnabrücker Bergrennen sehr verformt. Und dann Ende des Jahres auch inseriert und der Willi Rücker hat das Auto dann gekauft mit einem guten 5-Satz BBS-Felgen noch dazu und alles, hat sich den wieder aufgebaut und ist dann die Bergsaison eine Zeit lang gefahren, hat sich da richtig besorgt mit dem Bernd Trenko, Theo Leutner, Herbert Morent, Bruno Höfler, Martin Kleiner, wie sie alle heißen oder hießen. Willi Rücker auf seinem Falktal Audi. Und aber die Karosserie war irgendwann so krumm und da hat er sich einen neuen 1er Polo aufgebaut. Und den hat er leider am Hauenstein etwas auch kalt verformt, nennen wir es mal so. Und dann war halt erstmal ein bisschen Pause. Ich meine, kostet ja auch einen Haufen Geld, die ganze Sache. Und kam dann irgendwann mit dem 86 C-Polo, mit dem weißen, auch mit Faital-Motor drin, zum Berg. Leider beim Wolfsfelder Bergrennen, als bei 9000 Umdrehungen das Pleuel vom vierten Zylinder das Licht der Welt erblickte, auf gut Deutsch gesagt. Und somit war dann eigentlich die Rennerei vom Willi Rücker beendet.